Alle Leute, ich begrüße euch zu Star Citizen. Wir haben die Live-Version 3.15.1. Das Thema von diesem kleinen Video ist, etwas schnelles Geld in Star Citizen zu machen. Dafür gibt es ein paar Tipps, die besonders darauf abzielen, eben jemanden, der gerade in Star Citizen anfängt, das Leben zu erleichtern. So, als erstes hätten wir dann natürlich den Tipp mit dem Anmelden für den Account. Da gibt es Nummern. Ich blende mal meine ein. Wenn ihr Freunde habt, die im Spiel sind, die haben auch diese Nummer. Und mit dieser Nummer könnt ihr 5000 Alpha UEC durch die Anmeldung bekommen. Momentan in diesem Monat, wir haben den November, da gibt es zusätzlich zu diesen 5000 Alpha UCs noch ein Raumschiff obendrauf. Ist nur ein kleiner Vogel, kann nicht viel, aber er hat eine lebenslange Versicherung. Das ist das Wichtige an dem Viech. Und mit dieser lebenslangen Versicherung habt ihr dann ein paar Vorteile, wenn ihr zum Beispiel euch sagt, ey, das Spiel gefällt mir. Ich kaufe mir noch ein größeres Schiff und ja, ihr datet dann dieses kleine Schiff ab zu was Größerem und nehmt dann diese lebenslange Lizenz mit, diese Versicherung. Die ist wichtig für, wenn ihr das Schiff verliert durch einen Unfall oder so und die Versicherung müsst ihr dafür zahlen, müsstet ihr einen Eigenanteil bezahlen, wie man so schön sagt, und der wird dadurch sehr viel geringer. Weil ihr müsst dann nur bezahlen, was ihr an dem Schiff extra verbaut habt. Wenn das Schiff im Originalzustand ist, dann kriegt ihr es von der Umsicherung sozusagen umsonst wieder aufs Landebett gestellt. Da gehen wir dann mal ein Stückchen weiter. Und zwar nach YouTube auf meinen Kanal. Da seht ihr hier in der Ecke hier vorne auf der rechten Seite Spielregistrierung mit Bonus. Wie gesagt, diese 5000 Alpha UEC bekommt ihr immer. Das Schiff ist nur momentan in diesem Monat, im November. So, wenn ihr dort drauf geklickt habt, kommt ihr zu dieser Seite. Dort würde dann schon mein Code drinstehen, wo ihr natürlich auch den von einem Freund von euch eintragen könnt. Füllt das Ganze aus, macht es fertig, schickt es ab. Und kauft dann für knappe 40 Euro, sag ich mal, die Aurora als Starterschiff mit dem Spiel zusammen. Dann habt ihr alles, was ihr braucht für den Anfang. So. Bei dem Ganzen geht es jetzt weiter darum, dass ihr zur Ausstellung geht. Bei der Ausstellung dann schaut, was sind da für Schiffe, guckt euch die an, habt dort Spaß und leiht sie aus. Ihr könnt alles, was dort ist, ausleihen, steht immer dran. Und ja, bei dem Ausleihen kommt es eben halt darauf an, dass ihr euch am besten Schiffe ausleiht, die für eine Person zu fliegen sind, schön Feuerkraft haben. Und mit diesen Fliegern geht ihr dann und macht Bounty Hunting. Fangt mit den einfachen Missionen an. Ist alles beschrieben, auch in der Serie Bounty Hunting. Und die ihr unten im Kanal findet. Eben halt mit den einfachen Missionen am Anfang. Und dann macht ihr die Northrop Missionen. Das sind dann immer so drei Punkte, die ihr am besten von Hurston aus erledigt. Weil dann habt ihr kurze Wege, wenn ihr euch dort in der Klinik verortet, auf der Raumstation Everest Harbor. Das geht dann halt alles schneller. So. Dann kommen wir mal zum nächsten. Das Ziel von uns ist es, mit diesen Raumschiffen, die wir uns ja dort leihen, in den Tagen, die diese Ausstellung läuft, Geld zu erspielen. Ich
sag jetzt ganz einfach mal, die Andromeda ist unser Zielschiff, was wir am Ende haben wollen. Die Andromeda selbst, also wenn ihr das seht, kostet so 3,55 Millionen. Ist schon ein Batzen. Hier sind die Orte, wo man sie kaufen kann. Was dann natürlich noch schöner ist, man kann sie mieten. Und nach so ein paar Tagen des Rumgeballerns, da habt ihr euch zumindest, sag ich mal so, 3 Tage mit dem Vogel verdient. Vielleicht wart ihr sogar fleißig und habt euch 7 Tage verdient. Dann leiht euch den Vogel auch für 7 Tage oder 3 Tage. Wenn ihr ihn für 3 Tage nur mietet, auch nicht schlimm. Ballert die 3 Tage, was ihr könnt, am besten ein Wochenende über. Denn dann solltet ihr so viel drin haben, dass ihr euch sie für eine Woche leihen könnt. Wenn ihr sie für eine Woche habt und in der Woche nicht so doll spielen könnt, selbst nach 7 Tagen spielen jeweils nur 1 Stunde und am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr, solltet ihr die Kosten zusammen haben, um euch dieses Schiff für einen Monat leihen zu können. Wenn das hingehauen habt und ihr den Vogel für einen Monat in eurem Besitz habt, ihn täglich 1 Stunde, am Wochenende vielleicht auch mal 2, 3 spielt, solltet ihr die 3,6 Millionen, sag ich mal, aufgerundet zusammen haben, um euch das Schiff dauerhaft in-game kaufen zu können. Das ist doch schon etwas, was sich wirklich lohnt, um da ein bisschen Zeit reinzustecken. Besonders wenn man am Anfang ist und noch kein großes Geld reingesteckt hat in das Spiel, dann macht das wirklich Sinn, sich so auf diese Art und Weise ein Schiff zu erspielen. Und in den letzten 1, 2 Tagen der Ausstellung, da kann man sich dann auch alle Schiffe, die während der ganzen Ausstellungszeit gezeigt worden sind, noch einmal ausleihen. Ob nun für 24 oder 48 Stunden, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber wie gesagt, am Ende der Ausstellung, die ja noch ein paar Tage geht, da könnt ihr auch noch wieder richtig zuschlagen und leihen. Aber wie gesagt, zieht los, macht Bounties, verdient Geld damit. Für den Anfang reicht es, wie gesagt, sich diese 70.000 zu verdienen, um die Conny für einen Tag zu haben, sie dann vielleicht einen Tag 3, 4 Stunden zu spielen, ein paar Tage weiter das Geld dafür zum Leihen damit zu verdienen und so weiter und so fort. Und nach circa 1 Monat, wenn ihr das so durchgezogen habt und ein bisschen Zeit reingesteckt habt, dann könnt ihr eine Conny in-game kaufen und euer eigen nennen. Ich hoffe, dieser Tipp bringt euch im Anfang dieses Spiels ein wenig weiter. Es ist ein schönes Spiel, es lohnt sich. Momentan muss man noch eine relativ hohe Frustrationsgrenze haben, so sage ich mal dazu. Denn es gibt natürlich noch so einige Bugs. Aber das Spiel ist so schön, dass man mit den Bugs wirklich gut leben kann. Also, viel Spaß und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.